Jule, da gucken wir mal weiter. Heute wurde die neue Plattform Venagear von Vena veröffentlicht. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wer Vena ist eigentlich. Mein Gott, ey. Ich glaube, Game Gear, das war das nicht eine Firma sogar, die Game Gear hieß. So, was können wir denn machen? Forschung. Ach du lieber Himmel. Viele Dinge. Wir haben richtig viel Kohle. Einfache Zwischensequenzen sind natürlich wichtig. Ja, ich bin die Tage bei meinem Let's Play-Kumpel Tom.io vorbeigeschlichen und habe ein Infovideo gesehen und bin erschrocken, dass er gesagt hat, er hatte in einem Video angekündigt, dass er eine Rollenspiel- oder Adventure-Firma aufbauen will. Und ich habe ja in meinem ersten Part auch gesagt, ne, wir wollen hier eine Rollenspiel-Adventure-Firma aufmachen. Ich meine, ich habe das aus einem anderen Grund gesagt. Wir müssen uns ja irgendwie spezialisieren und ich will mal richtig MMOs rausbringen und deshalb will ich eine Rollenspiel-Adventure-Firma machen, da ich ganz viele Designer anheuere, dass wir dann am Schluss auch gescheite MMOs produzieren können. Und weniger eben so Technik-Freaks mit eigener Konsole. Eigene Konsole will ich diesmal gar nicht machen. Ich will versuchen, richtig gute Titel zu produzieren. So, da haben wir richtig gut Geld verdient mit dem einen Titel. Und jetzt haben wir die Forschung für einfache Zwischensequenzen durchgeboxt und jetzt brauchen wir ein neues Spiel. Aber ich muss erstmal nachgucken jetzt. Spielehistoria. Wir haben ein Zombie rausgebracht, ein Zombie-Rollenspiel. Wir haben ein Zeitreise-Rollenspiel rausgebracht. Wir haben ein Dungeon-Rollenspiel rausgebracht. Wir haben... Postapokalyptik. Moment mal. Postapokalyptisches Rollenspiel haben wir Pokémons genannt. Okay. Romantik-Adventure namens Desaster. Dungeon-Rollenspiel namens Goo. Zeitreise-Rollenspiel, ja, so, Waste Island. Und dann haben wir es wiederholt. Postapokalyptik, Dungeon, Zeitreise, Zombie. So, wie machen wir dann jetzt weiter? Hatten wir Postapokalyptik? Echt, hatten wir? Ja, wird mal wieder Zeit werden, würde ich sagen. Da machen wir aber diesmal ein Adventure. Für die Plattform. Das ist doof. Wir machen ein Rollenspiel. Für die Plattform Gameling. Aber haben wir noch keine Lizenz für. Dann brauchen wir die jetzt. Wir machen das Ganze für Jugendliche. Und wir nennen das Ganze, ja, wie nennen wir das? Postapokalyptisches Rollenspiel für Jugendliche. Was fällt mir denn ein? Was gibt's denn da? Das ist eigentlich alles mehr Fantasy. Richtig Postapokalyptik gibt's da gar nicht. Wir nennen das einfach mal Fall In. Also, weil Fallout, ne? Kleines Wortspiel. Machen wir mal Fall In. Das ist eigentlich ja nicht für Kinder, das ist eigentlich eher für Erwachsene. Aber wurscht. Wir wollen ja auf dem Gameling produzieren, das ist dann eher schon mal was für Kinder. So, da hat mir irgendjemand geschrieben, ja, das heißt fast runter, aber nicht ganz runter. Dann heißt das ja auch fast rauf, aber nicht ganz rauf. Ich habe noch nie drei Minuszeichen gesehen, noch nie. Ich habe hier schon so viel Spiele drin produziert und ich habe noch nie drei Minuszeichen gesehen, wirklich. Also das ist... Wir knacken das Ding jetzt hier mal, hoffe ich doch. Ich hoffe, dass der jetzt ein richtig gutes Spiel macht. Oh, in 2 Monaten wird der G64 vom Markt genommen. Dann sind sie bald pleite, würde ich sagen. Dann kommt gleich die Meldung, dass sie pleite sind. So, das alles ein bisschen anpassen, in der Hoffnung, dass es damit ein bisschen besser geht, ein bisschen toller hinkommt. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, das will wieder mal nicht so. Wir machen zu viele Bugs. Wieso machen wir so viele Bugs? Das sind
Ganz schlimme Werte. So, Hardwarehersteller auf der ganzen Welt waren sehr überrascht, als Commodore-Hersteller des populären G64 heute seinen Bankrott verkündete. Super. Commodore hat versäumt, eine bessere Alternative einzuführen und wurde so gezwungen, die Produktion des G64 einzustellen. Die Plattform wird daher Anfang nächsten Jahres vom Markt verschwinden. Ja, das Interessante ist hier aber, dass Commodore hatte ja den C64. Die hatten aber auch den Commodore C128. Also es ist gar nicht mal versäumt worden, was einzuführen. Vor allem, weil der 128er den C64 da so praktisch noch drin hatte. Das heißt, man konnte den C64 Betriebssysteme konnte man aufrufen und konnte so aus einem C128 einen C64 machen. Das weiß ich, weil ich einen C128 hatte. Das andere war mehr so eine PC-Oberfläche und der C64, der war ja so eine andere Oberfläche, so eine einfachere. Und das Interessante ist, dass die eigentlich, also Commodore hatte eigentlich schon, die hatten sogar einen PC gebaut. Aber irgendwie, keine Ahnung, warum die am Schluss weg waren. So, wir veröffentlichen das Spiel und drücken die Daumen und hoffen, dass es ein Erfolg wird. Ja, 4 Spiele haben wir rausgebracht, 662.000 haben wir damit verdient und jetzt ist er weg. Schade, schade. Und da kommen die ersten Bewertungen für Fall In und oh Gott. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht mehr. Komm, das war, wenn wir nur noch Rollenspiele machen, eventuell. Ich habe keine Ahnung. Verkaufen tut er sich. Gar nicht mal schlecht eigentlich sogar. So, Engine scheint nicht wichtig zu sein für das Spiel. Topic Audience Match Kinder, Post, Kinder, Jugendliche, Postapokalyptisch, schrecklich. Also die Postapokalyptik für Jugendliche und Kinder bewertet er auch. Und das ist das, was es wahrscheinlich runterreißt. Hätte ich für Everyone gemacht, wäre mir wahrscheinlich besser gefahren. War ein Fehler meinerseits. Ich habe gedacht, ich könnte das Spiel austricksen. War ein Fehler. Trickse niemals das Spiel aus. Das Spiel wird es dir nicht danken. Das haut erbarmungslos zurück. So, Forschung beendet. Open World. Erfolgreich erforscht. Und ja, hauen wir noch ein Spiel raus. Was machen wir? Kinder. Oh, Kinder ist minus. Ja, hier sehe ich jetzt erstmal 3 Minuszeichen. Aber in der Engine und so? Noch nie gesehen. So, Zeitreise, Rollenspiel, Plattform, Gamelink für jedermann. Und jetzt gucken wir mal, ob das hinhaut. Time hatten wir schon, ne? Time Monster, Rollenspiel, Gameboy. Muss ein Erfolg werden. Der Name schon, Time Monster. Ich meine, will doch jeder haben, oder? So, gucken wir mal hier. Die Einstellung können wir eigentlich fast so übernehmen. Also ich meine, im Prinzip, wir machen nichts Neues. Wir bringen hier ein Rollenspiel nach dem anderen raus und wir versuchen unseren Titel zu machen, also unseren 10er-Titel auf die Beine zu stellen damit. Weil es hört sich jetzt blöd an, aber ich würde gern echt rein auf diese Schiene fahren. Rollenspiel, hauptsächlich Rollenspiel und hauptsächlich Adventure, aber hauptsächlich halt Rollenspiele. Und hauptsächlich dann später auf MMOs. Das war meine ursprüngliche Idee. Und ich war ein bisschen geschockt, dass Tom so mehr oder weniger das Gleiche verkündet hat. Und ich meine, der hatte die Idee vor mir, da bin ich mir sicher. Da hatten mal wieder 2 Leute einen Gedanke vermutlich. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ich habe damals mal großartig verkündet, dass ich ein ganz cooles Spiel entdeckt habe, was ich spielen will. Omerta. Und dann sagte er, ja, schon bestellt. Kommt halt vor. So, viele, viele Stufenaufstiege.
bessere Benutzererfahrung und Level-Editor haben wir. Und jetzt hoffe ich, dass da jetzt eine gescheite Bewertung bei rumkommt. Kommt, erste Spielbewertung kommt rein. Oh bitte, das wird ja immer schlimmer. Könnte besser sein. Ich mag es. Super. Komm, gib mal eine gescheite Wertung. Eine nette Erfahrung. Ja, irgendwie, wir kommen nicht hin. Also die Genres sind halt auch kacke, ne? Gutes Spiel, okay. Also, wir nehmen die Punkte. Fantasy. Das ist gut. Fantasy ist extrem gut. So, und Time Monster geht ab wie Schmidts Katze. Da haben wir 20.000 verkauft in der ersten Woche. Das ist ja unglaublich. In der zweiten Woche ist die Begeisterung nicht mehr so groß. So, endlich haben wir Fantasy. Brauchen wir noch einen Spielebericht für Time Monster. Gucken, was wir noch hinkriegen. Ich will noch ein bisschen Forschung machen. Wir brauchen eine gute Engine. Wir haben die Million erreicht. Jetzt bieten sie uns an. Wir haben noch keinen 10er-Titel und wir können umziehen in ein neues Büro. Boah, nee. Lieber noch nicht. Obwohl wir schon in Jahr 5 sind. Ist mir zu heikel momentan. So, was haben wir denn hier? Top Audience Match, alle Zeitreise großartig. Plattform Audience Match, alle Gambling gut. Gute, nee, gut. Eigentlich. So, Sound scheint nicht sehr wichtig zu sein für diese Art von Spiel. Das wissen wir alles schon. Ja, ich warte immer noch auf meinen großen Erfolg hier. Horror. Hört sich doch auch nicht schlecht an. Ja, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir Genres erforschen, in denen wir dann gescheite Rollenspiele und Adventure machen können. Also mein Horror-Adventure und Horror-Rollenspiele gibt's ja jetzt wie Sand am Meer. Also das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Die Frage ist, ob es auch auf dem Gameboy funktioniert für Kinder. So, das wollen wir natürlich nicht testen. So, neues Spiel entwickeln. Oh, Angebot. Was kriegen wir geschickt? Ein paar Forschungsunterlagen konnten die sich ausleihen. Für 64.000 kriegen wir die. Ja, die nehmen wir auch mit, weil dann haben wir ein Topic. Aliens. Sehr schön. So, neues Spielekonzept. Spiele-Engine immer noch die alte. Wir bringen es für den PC mal raus. Ein Rollenspiel und Horror. Ein Horror-Rollenspiel. Wir versuchen es und wir nennen das Ganze, wie nennen wir das Ganze Horror-Rollenspiel? Furcht nennen wir das. Schreibt man doch so, oder? Ach, ist egal. Ist ja ein Eigenname. Kann ja gewollt sein, falls ein Tippfehler drin ist. Ich bin heute, was Rechtschreibung angeht, bin ich böse neben mir. War heute ein harter Tag und es ist auch schon spät. Ich nehme die Folge hier gerade auf, gucke auf die Uhr und stelle fest, wir haben 1.40 Uhr nachts. Super Sache. So, was haben wir hier? Vena hat bekannt gegeben, dass sie in 2 Monaten eine neue Spielkonsole veröffentlichen werden. Die Vena Oasis ist mit 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet und verspricht somit ein neues Spielerlebnis. Vena sagt bei der Vorstellung, die Oasis ist der Anfang einer neuen Ära von Spielekonsolen und wird sich sicher, was? Und wir sind sicher, Entschuldigung, dass sie sich am Markt sehr gut behaupten wird. Einige der angekündigten Spiele lassen vermuten, dass sich die Konsole eher an ein erwachsenes Publikum richtet. Mhm. Woher wissen die mal, welche Spiele da angekündigt sind? Ich würde gerne mal... Also das finde ich ein bisschen schade, ne? Man kann nicht so irgendwie so einen Exklusivdeal machen und praktisch ein Spiel für eine nagelneue Konsole praktisch raushauen. Also nicht so Deals wie, wenn du für unsere Konsole irgendwie ein neues Spiel entwickelst und damit zum Release kommst und den als Exklusivtitel bringst, zahlen wir da so viel Geld. Gibt's irgendwie nicht so wirklich hier. Wir fahren Grafik mal ein bisschen runter. Versuchen wir mehr auf World Design zu gehen. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Designpunkte reinbringe. Dann wird das Spiel nämlich wahrscheinlich erfolgreicher werden.
Aber es werden immer weniger Designpunkte. Der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat eine Designschwäche mittlerweile im Hirn. Da geht ja nichts mehr voran. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist mit dem. Anstatt sich zu steigern, wird es immer weniger. Und da wurde jetzt die Oasis released. Es gibt's doch nicht, ey. Da muss doch mal was rumkommen, wei. 19 Punkte. So, 2D-Grafik haben wir neue Sachen, die wir wieder erforschen können. Und ich bin gespannt auf die Bewertung. Ach du lieber Schreck. Die Dinger werden ja immer schlechter. Gleich mal wieder Actionspieler. Geht mir völlig auf den Keks hier. Also auch Spielbericht erstellen. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Wahrscheinlich ist Horror und Rollenspiel kein gutes Ding. Verstehe ich zwar nicht, aber na, ist egal. Zur Analyse, Verkaufs- und Horror- und Rollenspielen ist eine okay-Kombination. Engine scheint nicht wichtig zu sein. Ja, wenn es okay ist, warum? Ich bin am Überlegen, ob wir umziehen sollen. Ja, komm. Ziehen wir um. Haben wir ein Büro. Sehr schön. Noch bessere Spiele, Weltklasse-Entwicklerteam zu bilden und noch bessere Spiele zu produzieren. Das ist die Aufgabe hier im Büro. Und wie das Ganze geht, wissen wir ja auch. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen Forschung machen, dass wir dann eine neue Engine machen können. Und 3D-Grafik ist ein guter Anfang. Eine Engine mit einer neuen Grafik-Engine ist immer gut. Ja, das Spiel verkauft sich schleppend bis gar nicht. Wir verdienen ein paar Kröten, aber nicht wirklich viel. So, haben wir immer noch 15 Punkte. Ja, wir müssten mal sparen hier auf Marketing. Das ist auch blöd, dass wir kein Marketing haben. Ja, bessere Benutzererfahrung hört sich auch nicht verkehrt an. So, und dann brauchen wir ganz dringend, brauchen wir einen zweiten Mitarbeiter, der uns ein bisschen unter die Arme greift. Oh ja, fürchterliches Ergebnis. Kaum was verdient mit dem Dreckspiel. Ja, sehr gut. Du hast einen was du hast Managerkurs oder Managementkurs erfolgreich beendet und kannst jetzt die ersten Mitarbeiter einstellen. Tja, schön. Wir wissen ja, wie es geht. Ich frage mich, warum wir immer Tutorials kriegen, wenn wir eigentlich doch wissen, wie es geht. So, 100.000, mehr habe ich nicht übrig und wir wollen einen hier Film. Ganz viel Design, ganz viel Technik wollen wir damit erreichen. Oh Gott. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Der hier sieht gut aus. Den nehmen wir. Ach, mittlere Spiele. So weit sind wir noch lang nicht, dass wir mittlere Spiele machen können. So, Einarbeitung kostet auch 10.000. Super Sache. So, Forschung. Wir haben keine Forschungspunkte mehr. Ich glaube, wir gehen mal ran, eine neue Engine zu erstellen. Mit 2D- und 3D-Grafik, mit einfachen Zwischensequenzen, mit besserer Benutzerführung, mit besseren Dialogen, mit Open World. Was haben wir noch alles? Passt. 280.000 und go. Ja, wir stehen schon kurz vor der Pleite. Ich glaube, lang machen wir es nicht. Würde mich nicht wundern, wenn wir pleite gehen, weil es ist mir halt nicht gelungen, irgendwie so einen 2-Millionen-Titel rüberzuholen. Wir haben keinen einzigen Zehner produziert. Das ist natürlich, das ist grausig. Und die Monatswechsel, die kosten hier ja viel mit Angestellten und Miete und so weiter. 50.000 kostet uns im Monat. Na, herzlichen Glückwunsch. So, da dürfte dann die neue Engine fertig sein. Und dann wird es auch Zeit für ein neues Spiel.
Mit der neuesten Spiele-Engine für die Plattform PC wollen wir ein Abenteuerspiel machen, was im Bereich ein Rollenspiel machen, was im Bereich Fantasy ist. Und das Ganze nennen wir dann Digipad statt Digimon. Das Ganze wollen wir mit erster 3D-Grafik veröffentlichen. Ein Wahnsinn. Ja, und ansonsten packen wir hier wieder alles Mögliche rein. Wird die Entwicklung wahrscheinlich ein bisschen teurer. Aber ist ja wurscht. Ich hoffe ja drauf, dass wir mal ein erfolgreiches Spiel produzieren. Ah, super. Von Yogui wurde ein Spiel entwickelt. Ja, lass uns machen, komm. Wir versuchen hier zu überleben. Wir haben nur noch 87.000. Bessere Dialoge, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen bessere Dialoge. Wir brauchen vor allem einen, der bessere Dialoge schreibt. Komm, mach Punkte, Punkte, Punkte. Ey, da muss mal was vorangehen. Das kann jetzt sein, dass wir da immer so eine Scheiße abliefern. Entschuldigung. So, vielen Dank. Ich bin Dennis Ried, der Chefentwickler des Yogui Fangames. Ich habe kürzlich zu hören bekommen, dass Ihre Rechtsabteilung Ihnen nahegelegt hat, gegen uns vorzugehen. Ich bin überaus glücklich darüber, dass Sie sich dagegen entschieden haben. Tja, Frei Game Studio ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Ja, super. 155 Fans haben wir dazu gewonnen. Ein Wahnsinn. Rettet uns das vor der Pleite? Ich glaube nicht. So, wir kämpfen hier um jeden Punkt und hoffen, dass hier richtig was Gescheites bei rumkommt. Die Presse interessiert sich leider auch nicht mehr für uns. Ja, und da kommt eine neue Konsole für Nachfolger der TS. Die Konsole ist die beste, die wir jemals produziert haben. Sie ist mit modernster 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet. Da sie einfach nur super ist, haben wir entschieden, sie einfach Super TS zu nennen, ja. Ah, es wird spät, ich glaube, ich sollte ins Bett gehen. Ich kann fast nicht mehr lesen. Auf der ganzen Welt haben die Fans auf diesen Moment gewartet und es scheint, dass sie nicht enttäuscht werden. Super, und wir hoffen, dass wir auch nicht enttäuscht werden. Macht die Bugs raus, machen 40er-Punkte-Spiel hier. Und dann will ich mal gescheite Wertungen sehen. Oh Mann, ja, ich sehe es schon kommen. 200.000 dürfen wir überziehen. Wir müssen das Spiel rausbringen, dass wir Kohle verdienen. Komm, veröffentlich den Blödsinn. Spielbewertung. Daumen drücken. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir sind gerettet. Ey, noch ein Zehner. Oh, 9. Aber wir sind gerettet. Ohne Scheiß, wir sind gerettet. Guckt euch an, wie die Abverkäufe hochgehen. Die Pleite ist abgewendet. Danke, neuer Rekord. Spielebericht. Spielmechanik scheint sehr wichtig zu sein für diese Art von Spiel. Der ist immer noch neu im Team, noch ein paar Spieler und Team und er hat größeres Potenzial. Das ist natürlich super. Wir haben auch 40 Punkte zusammen und wir verkaufen wie die Bekloppten und können natürlich jetzt hier ganz entspannt mal Marketing erforschen. Alter Falter, da bist du fertig mit Welt.